Hallo, das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln stellt euch ein kleines, aber feines Datenset zur Verfügung. Es handelt sich dabei um 10 Pappmaché-Figuren aus Myanmar sowie 4 Holzmodels zur Herstellung dieser. Die Figuren wurden 2016 an Ständen rund um die Schwedagon-Pagode, den bekanntesten Pilgerort Myanmars, angekauft. Das Kunsthandwerk der Papiermaché-Herstellung lebt in vielen Pilgerorten von der Souvenirproduktion. Unter den Figuren sind vor allem Eulen besonders beliebt, da sie Glück und Wohlstand bringen. Wir vom RJM hoffen, dass uns unsere Eulen heute auch Glück bringen und ihr unser schönes Datenset auswählt.